Wir schauen uns jetzt an. Sind wir heute wirklich besser gekleidet? Von Hamel. Ich bin gespannt. Sind wir besser gekleidet? Sind wir schlechter gekleidet? Let's find out. Ey, Y2K hält sich wacker in den Trends und damit hat der Modezyklus 20 Jahre später wieder einen Full-Circle-Moment. Früher sahen wir so aus. Heute sehen wir so aus. Und zwischendrin ist viel passiert. Damals noch Nokia 3310, heute iPhone 15 Pro Max. Auf dem einen ist Snake, auf dem anderen ist das komplette Wissen der Menschheitsgeschichte. Bro, Joke, das ist geisteskrank. Denkt mal drüber nach, was alles in eurem Handy ist. Ihr braucht theoretisch nichts mehr auf dieser Welt, was ihr nicht mit eurem Handy erleben könnt, außer natürlich Liebe, Familie, Freundschaft, dies, das, bla bla. Aber das könnt ihr auch theoretisch durch das Handy erleben. Ist geisteskrank. Auch Arbeit, Business, alles. Und während wir heute nur einen Klick von Informationen über jeden Stoff, jeden Designer und jeden Trend entfernt sind, war dieser Klick Anfang der 2000er noch ein Instant-Schufa-Eintrag. Der Trend ist der gleiche, das war, die Anzeichen das war haben Knast. Sich wenn du den verkackt hast, dieses auf Internet klicken und du denkst dir so, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, diese Handyrechnung wird gottlos. Ich hatte eh noch keine Ahnung, was das bedeutet, so weiter und so fort. Mir war nur bewusst, dass ich Angst haben muss, wenn ich auf dieses Internet gehe. Und ich stelle mir die Frage, hat das Internet dafür gesorgt, dass wir 20 Jahre später besser gekleidet sind oder nicht? PAQ presents. Welcome to this episode of Jeremys kulturelle Observation. Heute mit dem Thema, sind wir heutzutage besser gekleidet als damals? Und dafür müssen wir als allererstes die Trends von damals mit den Trends von heute vergleichen. Also kommt mit mir auf eine nostalgische Reise in die Nullerjahre. Das Internet war für uns alle Neuland und auf einem Das Internet ist Neuland, ja? aufgeladenen Röhrenfernseher im Wohnzimmer flimmert MTV und eine Kanadierin in Dreiviertelhose und Krawatte skatet durch eine Mall. Teen Punk ist eine der drei tragenden Ästhetiken der 2000er. Ja, ihr müsst euch vorstellen, dass wie viele so auch rumgelaufen sind. Zu der Zeit war ich, glaube ich, inspired by Pharrell, Kanye, Lil Wayne. Aber hey, that's a long life story, I guess. Avril Lavigne ist das Gesicht dazu. Zumindest bis sie 2003 von uns gegangen ist und durch das Buddy-Double Melissa ersetzt wurde. Obviously, I am me, it's so dumb. Lüge. Teen Punk. Lüge, Lüge, Lüge. Spaß. Letztendlich, was dabei rauskommt, ey, wenn man... Sag mal ehrlich, wie oft sagt ihr ein Manuelsen-Meme am Tag? Punkkultur oder in der Woche? Dünnt, bis man ein massentaugliches Ergebnis hat. Noch edgy genug, um cool zu sein, aber safe genug für den Mainstream. Maybe I have an attitude and I have a lot more edge to myself than a lot of other artists out there do. Wir haben weiße Tops mit schwarzen BHs drunter, drüber eine Krawatte, drunter eine Dreiviertel Dickies-Hose, lange Socken. Du kennst kein einziges, das ist crazy. Der metadominierende Sneaker Vans Classic Slip-On mit Schachbrettmuster. Abgerundet wird der Bums dann noch mit Schweißbändern und Nieten-Accessoires. Zack, fertig. Teen-Punk-Ästhetik. Also so grob. Gerne wurde dann auch mal ein Tanktop gegen ein T-Shirt mit Print getauscht und die Vans gegen ein paar Chucks. Auch die wiederum auch wieder ein Schachbrettmuster. Ich habe letztes Mal mir ein Video angeguckt, wo erstmal mir bewusst worden ist, seit wann es T-Shirt insgesamt gibt und Print-T-Shirts insgesamt gibt und was für Zwecke das haben. Also erstmal wurde es, ich glaube, von der US Army oder Navy gemacht für unter der Army-Kleidung als T-Shirt. Danach wurde es übernommen von Rockbands und so weiter und so fort, um halt ihre Band zu promoten. Und danach ging es halt so weiter. Ich glaube, es war noch eine Corporation, die davor war. Die hat das als erstes Werbemittel genutzt. Ich meine, kann sein Disney, dass es als erstes Werbemittel genutzt hat und dann die Rockbands kamen. Und jetzt sind wir halt da, wo wir sind. Und ich habe mir angeguckt, wer hat die meisten Rockband-T-Shirts designt damals. Und den werdet ihr wahrscheinlich kennen, entweder vom Namen oder ihr werdet seine Arbeit kennen. Das ist nämlich der gute Peter Saville. Der hat hier dieses ganz berühmte Logo gemacht, was halt auch von Rev wiederverwendet worden ist und vielen anderen von Joy Division. Er hat dieses auch für Lacoste, diese Logos, aber er hat auch ganz viele Logos gemacht, wie das Burberry-Logo. Das hat auch der gute Peter Saville gemacht. Man hat dann so cute Bilder mit cuten Posen zusammen gemacht. Geht alles sehr hart und ob ihr es mir glaubt oder nicht, damit wurden sogar die roten Teppiche auseinandergenommen. Und lasst mich mal kurz euch auseinandernehmen hier. They see me rolling. Der Flexi-Spot. Der Arme, ja. Die Arme-Joten. Urheberrechtlich geschützt, deswegen muss ich das hier jetzt selber singen. Mit Paris Hilton und Nicole Richie. The Simple Life ist quasi die strengsten Eltern der Welt, nur mit Paris Hilton, die mit normalen Menschen chillen muss. Wenn du mich siehst, das war, eiskalt Simulation. Das war Simulation. Diese Paris Hilton und Nicole Richie, also dass sie das gemacht haben. Paris Hilton Simulation mit ihrer Stimme verändern und so weiter und so fort. Ja, einfach die Hübsche. I don't What know. Is Walmart? It's like they sell wall stuff? No. What is it? Paris Hilton ist gleichzeitig aber auch das Gesicht von McBling, der zweiten tragenden Ästhetik der Early 2000s. Aber wie beschreibe ich euch jetzt McBling? Naja, eigentlich die tragende Person von McBling ist Lil Wayne, weil er hat den Song
bling bling mit Cash Money Records gemacht. Deswegen. Die Marken Playboy und Barbie zeugen ein Kind und dieses Kind plumpst in einen pinken Zaubertrank aus Christina Aguilera Parfüm, Coca-Cola Lipsmackers, Haarspray und Bratz-Dolls und entwickelt im Erwachsenwerden eine Vorliebe für Strass und Flipflops. Auf der einen Seite haben wir Juicy Couture. Von Dutch Caps, fetten Sonnenbrillen und Plattform-Flipflops. Wir haben aber auch Uggs, Low-Rise Jeans mit sichtbarer Victoria's Secret Unterwäsche, fette Designer-Handtaschen und Ed Hardy T-Shirts. Und wenn man mal ganz crazy drauf ist, wechselt man das Ed Hardy T-Shirt gegen dieses Stop Being Poor T-Shirt. Das ist zwar gefotoshoppt, aber ich finde die Fake-Version passt irgendwie besser zum Vibe. Fragt sich jetzt noch, welche Ästhetik die Big Three neben Teen Punk und Mac Bling vervollständigt. Der Ästhetik, mit der Tech-Unternehmen in den 2000ern ihren Verbrauchern computerschmackhaft machen wollten. Nach dem Motto, ja, das ist futuristischer Scheiß hier, aber brauchst keinen Schiss haben, denn neben dem Globus, aus dem absurd klares Wasser läuft, fliegt ein majestätischer Delfin, also alles vertraut. Ey, das war crazy damals, muss man ehrlich sagen auch. Wie hießen diese Karten noch? War das Diddle? Als alles kind wieder war. Heim. Frutiger Aero ist aber aus Fashion-Sicht nicht so interessant. Scene, Morgoth, Emo, 2000er R&B und Hip-Hop-Style. Emos habe ich nie gecheckt, aber ich war ein riesen Bauer-Fan. Like Mike 1 und 2, dicker Fan. Auch noch würdige Anwärter auf den dritten Spot. Aber das ist ja hier mein Channel und ich möchte über einen etwas nischigeren Trend reden. Wisst ihr, bevor TikTok die popkulturell relevanteste Plattform wurde, war Instagram on top. Vor Instagram war Facebook und bevor sich Facebook durchsetzen konnte, gab es einen Haufen kleinere Plattformen. Und eine von ihnen war bekannt für eine ganz außergewöhnliche Ästhetik. Ey, ich dachte, er geht auf Tumblr, aber Netlock war geisteskrank. Netlock habe ich auch nie verstanden. Vielleicht war ich auch zu jung dafür. Aber diese Netlock Playboys waren crazy. Ich kenne auch ein, zwei Netlock Playboys. Yes. Yes, baby, I like the work you do on my yard. Das war crazy. Das habe ich nicht verstanden. Ich habe das einfach nie verstanden. Ich habe ohne Scheiß und ganz unironisch ein Herz für Netlock-Models. Und Netlock-Models wiederum haben unironisch ein Herz für ausgefallene Frisuren, brillanten Ohrstecker, Mikroschals, NPA-Shirts, Westen und Sonnenstudios. Es gibt gewisse Parallelen sowohl zum Tectonic als auch zum Österreich. Diese Schals habe ich auch nie gerockt. Ich frage mich immer, ob ich zu jung dafür war. Diese metrosexuelle Vibes. Nein, das war schon was anderes als diese metrosexuelle Vibes. Diese metrosexuelle war David Beckham Prime. Ja, Mann. David Beckham war aber fly. Das war something else. Krocher-Style. Das war so Air Frost. Ich finde es einfach nice, wieder ohne Rücksicht auf Verluste und mit einem absoluten Selbstverständnis ein extrem maximalistischer Stil getragen wurde. Vor allem, wenn man bedenkt, dass alle außerhalb dieser Bubble das extrem trashy fanden. Ich habe da Respekt vor. Und man könnte mir jetzt vorwerfen, ich hätte diese Ästhetik nur als Vorwand mit ins Video genommen, um mal wieder Netlock Top 10 Boys and Girls 2009 Videos zu gucken. Fair. Aber vergleicht man nämlich jetzt die zweieinhalb Säulen der Nullerjahre mit den treibenden Ich muss ehrlich heute. Sagen, ich sage euch so, als Kid, als Jugendlicher, ich habe Ed Hardy gerockt, bevor alle aus der Türkei damit gekommen sind. Ich habe Ed Hardy gerockt, aber full. Ein paar Dinge deutlich. K1 und Clizzy war auch cool. War cool, muss man, ey, aber war cool. Gorbcore, Clean Girl Ästhetik oder Old Money. Die aktuelleren Trends haben einen klaren roten Faden, eine klare Formel, wie sie aufgebaut sind. Trikot, Jorts, Sambas, Blowcore. Arcteryx Jacke, Utility Pants, Salomons, Gorbcore. Slickback Friese, Goldschmuck, Top, Jeans, Uggs, Clean Girl. Da ist die Margin of Error für den Konsumenten relativ gering. Was bedeutet, dass man zum einen deutlich einfacher, stilsicher auftreten kann, zum anderen der Spielraum für Kreativität deutlich geringer ist. Und selbst der aktuelle Y2K-Trend... Ja, true. Das predige ich schon auch von Anfang an. Ja, du kannst schwierig die zwei miteinander vergleichen. Schwierig. Du kannst nicht sagen, boah, Blowcore ist besser als Gorbcore. Schwierig. Aber du kannst sagen, hat der den Blowcore, die Aesthetic, cooler umgesetzt als zum Beispiel der im Gorbcore. Das kannst du sagen. Wie krass innerhalb der eigenen Nische ist das gut umgesetzt. Weil er könnte jetzt das auch zum Beispiel das mit einer roten Hose und lila Schuhen. So, wäre kacke. Wird kacke aussehen vielleicht, weil die Farbkombination nicht so gut funktionieren könnte. Und dann hätte man das sich angucken und gesagt, okay, ist besser. Zum Beispiel, wenn ihr checkt, was ich meine. Margin of Error für den Konsumenten relativ gering. Was bedeutet, dass man zum einen deutlich einfacher, stilsicher auftreten kann, zum anderen der Spielraum für Kreativität deutlich geringer ist. Und selbst der aktuelle Y2K-Trend fühlt sich im Vergleich dann relativ safe an. Und ich bin mir bewusst, dass da eine gewisse Doppelmoral mitschwingt, wenn ich hier sitze und so aussehe wie der Standard-Me, bevor man irgendwelche Adjustments getätigt hat.
Ah, fuck, den Joke habe ich vergessen. Bei Teen Punk, McBling und natürlich auch bei den Netlock Models schwingt so ein gewisses Maß an Hilflosigkeit mit. Eine Vulnerabilität, ja, die ich ganz sympathisch finde. Die wurde dann natürlich versucht, mit so einer gewissen Attitüde zu überdecken. Aber es sah scheiße aus. Zur Folge hatte das, dass wir deutlich mehr Trash, aber auch ein paar interessantere Sachen gesehen haben. Ich würde sagen, unterm Strich, Trends von heute sind stilsicherer, aber unkreativer. Bedeutet das jetzt, dass wir heute besser gekleidet sind? Nein. Das wäre ein chronisch onliner Take. Ein chronisch onliner Take, den ich fast gebracht hätte. Begibt man sich jetzt raus aus dieser Fashion-Bubble, wird deutlich, dass einem großen Teil der Menschen Fashion komplett scheißegal ist. Ja, vielleicht ja, mal Uni und Klassen Fotos von 100%. Mit 100%. Crazy Take für mich. Grundsätzlich, wenn dir Mode ganz egal ist, weil das ist das Erste, was ich von dir sehe und das ist egal. Bevor du den Mund aufgemacht hast, ich sehe, ob du dich pflegst und ich sehe, ob du dich gut kleidest oder dich um deine Kleidung scherst. Komm anständig, Bruder. Aber, nein, warte mal kurz. Man kann auch sagen, theoretisch, indem sie sich nicht expressen die sich, indem sie einfach in der breiten Masse untergehen. Ist auch eine Tendenz. Und Klassenfotos von damals sehen die Leute nach wie vor einfach ganz normal aus. Also eine Tendenz, die man machen könnte, die ich checke und verstehe. Und diese auf diese Normcore, auf diese, ey, ich will gar nicht, dass irgendeiner mich abfuckt, ich möchte mein Leben leben, auf ganz entspannt, ich rock so. Allerdings eher uninteressant, weshalb ich hier noch was Interessantes für euch habe. Ist euch aufgefallen, dass in Original 2K ein Haufen Promis zu sehen sind und in Y2K2 nur Randos von Pinterest? Das ist natürlich ein unfairer Vergleich. Ob Netlock-Models mit der Old-Money-Ästhetik zu vergleichen jetzt so fair ist, ist eine andere Frage. Aber vergleicht man jetzt Rihanna von damals mit Rihanna von heute, Paris Hilton von damals mit Paris Hilton von heute und Paris Hilton ist schon ein ähnlicher Type. Das ist geisteskrank. Aber Rihanna war schon immer ein bisschen schwierig, aber fly, hübsch. Was sollst du gegen Rihanna sagen? Damals mit Rihanna von heute, Paris Hilton von damals mit Paris Hilton von heute. Ja, das auch. Kann man nicht, und Zendaya von damals mit Zendaya. That's crazy, I'm sorry. Heute ist dann doch ein ziemlich drastischer Unterschied zu erkennen. Aber warum? Was ist anders? Chillt Rihanna den ganzen Tag auf TikTok und holt sich Styling-Ticks von Wisdom? Style different fonts. Fonts, as in like text. How am I supposed to style text? You guys are getting really crazy. Er ist eiskalt, goated. But how as goated. I supposed to style Nein. Aber fast. In den letzten 20 Jahren sind nämlich nicht nur die sozialen Medien zu einer nicht wegzudenkenden Kraft in der Modewelt geworden. Denn auch Stylisten wie Carla Welch und Laura Roach spielen eine ganz andere Rolle. Laura Roach ist ja Stylist von Zendaya. Damals. Ihr müsst euch das so vorstellen. In den 90ern sind die Promis noch mit ihren privaten Sachen auf den roten Teppich gehüpft. Es gab zwar Celebrity Stylists, aber die wurden damals noch so ein bisschen belächelt. Denn für die Fashionbranche waren die Supermodels Tyra Banks, Kate Moss, Claudia Fischer und Co. einfach relevanter. In den nicht nur, ich habe letztes Mal einen Podcast mir angehört, wie relevant es für Giorgio Armani war, dass zum Beispiel der LA Lakers Coach Giorgio Armani getragen hat. Weil alle wollten dann Giorgio Armani tragen, weil es super gefittet hat. Es war ein leichter Stoff für einen Mann zu tragen in der Wärme, in dem, wie sich angeschmiedet hat. So, und das hat einfach viel Impressions für Giorgio Armani gegeben. Ich fand das sehr, sehr interessant, wenn man von der Perspektive geht, ey, man hat jetzt nicht unbedingt, keine Ahnung, Brad Pitt gebraucht. Man hat so einen Coach gebraucht, der das jeden Tag getragen hat. Und was ich da auch in diesem Podcast gehört habe, ist, dass die Leute damals nicht so käuflich waren. Das heißt, dieser Coach hat jetzt zum Beispiel Giorgio Armani getragen, weil er Giorgio Armani gefeiert hat. Irgendwann wurde er auch ein bisschen hier, dies, das, gehegt und gepflegt von Giorgio Armani so. Aber auch wenn Giorgio Armani nicht bezahlt hätte, der wäre dann nicht zu Prada gegangen oder so. Der hat gesagt, ey, ich rock das, weil das auch mich gut aussehen lässt. Und dann wechselt man nicht. Heutzutage, du kannst ihn kaufen. Und dann ging dann mit dem Internet der Hype um die Celebrity Culture los. Das Problem, die hatten immer noch an, was sie anhatten und sahen so aus, wie sie aussahen. Das Interesse an ihren Outfits wurde aber immer größer und damit auch das Potenzial, Cash zu machen. Also hat man sich mit Stylisten zusammengetan. Justin Bieber sah erst so aus, dann so. Privat dann auf einmal so und privat wollten plötzlich dann auch alle. Das war geisteskrank. Die Bieber-Zeit war crazy. Als Werbegesicht für Fashion-Brands explodiert, ebenso das Standing von Stylisten. Gerade auch in Bezug auf die Kreierung von neuen Trends. Wir halten also fest, in der Breite hat sich nichts verändert. Trends sind stilsicherer, aber unkreativer. Und in der Spitze, sprich die Schönen und Reichen, sind
in der Tat besser gekleidet. Und in diesem Sinne, lasst uns ein Stop Being Poor T-Shirt kreieren. Als allererstes habe ich dann in Photoshop Ariel Black ein bisschen verzerrt und entstaltet, bis das ungefähr aussah wie bei Paris Hilton. Hab den Bums auf ein Transparent gedruckt und ironischerweise ist mir dann die Farbe ausgegangen. Das ist insofern ironisch, als dass meine Druckerpatronen 72 Euro kosten und mir das dann doch ein bisschen wehgetan hat. Ich habe die Behälter jetzt ausgetauscht, aber kennt sie nicht. Weiß ich jetzt auch nicht, 70 Euro für nix, was machen wir jetzt? Ich musste dann also ein bisschen improvisieren und habe dann meine 1 und 2 Cent Stücke dafür benutzt, Stop Being Poor halt so nachzubauen. Hab dann fotosensitive Fotoimmersionen in meine Rille laufen lassen, die auf mein Sieb geschabt und das Ganze zusammen mit meinem Motiv belichtet. Dann ging es zusammen mit meinem Rahmen in die Dusche und es konnte gedruckt werden. Einmal fluten, paar Mal rakeln und zack, fertig. Stop Being Poor Shirt. Ich finde es irgendwie ganz nice, weil im Kontext des Videos, je nachdem, wie ihr mich... Plus auch mit den 2 Cent und so. Ist eine geile Idee. Schick mir, Hamel. Chats könnte das mega unsympathisch gerade rüberkommen. Okay, Fazit. Oder eher abschließender Gedanke. Wenn man das ganze Wissen der Menschheit über Mode immer griffbereit hat und sich zu jeder Zeit global darüber austauschen kann, müsste es eigentlich mehr unterschiedlichen Scheiß geben. Bleibe, glaube ich, bei meinem Punkt, dass die Leute, die sich zumindest ein bisschen für Mode interessieren, rein durch die Möglichkeiten heute deutlich besser informiert sind. Mir ist aber aufgefallen, dass die sozialen Medien für viele eher ein Korsett darstellen, wenn es um Kreativität und Mode geht. Man zwingt sich eher in eine der aktuellen Ästhetiken rein, als das ausprobiert und halt gegebenenfalls Fehler macht. Und irgendwie boah, Phantom Red Bull, ja, ist auf jeden Fall eine Duftnote mit drin. Wenn man bedenkt, wie sich die Bühnen verändert haben. Wenn du damals für ein Outfit gemobbt wurdest, dann haben das höchstwahrscheinlich nicht mehr als die Leute in deiner Schule mitbekommen. Und da damals nicht jeder ständig mit einer 4K-Kamera rumgelaufen ist, gab es auch relativ wenig Beweise. Durch TikTok können Videos aber recht schnell viral gehen und dann hast du auf einmal Mobben auf nationaler oder gar internationaler Ebene und das dann auch noch durch Penner, die sich hinter anonymen Profilen verstecken. Und irgendwo auch verständlich, dass manchen das Risiko dann einfach zu hoch ist. Aber gut, das war's. Kreis, Bruder. Gib Like, kauf Tisch. Gib Like, an dem Tisch wird nicht gelogen und in diesem Video auch nicht, deswegen haut ein Like rein, schreibt was Nettes in die Kommentare und supportet auch den Hamel. Schaut an, Hamel war wieder ein geiles Video. Hat mich sehr gefreut und mich sehr entertained und ich glaube, wir konnten hier auch was zu beitragen. Peace.